Sprunggelenksfraktur. Knochenbruch am Bein. Sprunggelenksfraktur. Eine Sprunggelenksfraktur passiert oft beim Sport durch starke Krafteinwirkung, etwa einen Sturz. Ein gebrochenes Sprunggelenk ist sogar einer der häufigsten Frakturen bei Erwachsenen. Frakturengleichbrüche des Sprunggelenks entstehen meistens durch ein Trauma, also einen Sturz beim Sport oder sonstigen Unfall. Generell meint der Begriff Sprunggelenksfraktur einen Bruch des oberen Sprunggelenks, welches Fußheben und Senken ermöglicht. Das untere Sprunggelenk hingegen lässt uns die Fersen nach innen und etwas nach außen drehen. Verrenkung führt zum Sprunggelenkbruch. Dabei ist das Sprunggelenk sehr kompliziert aufgebaut und setzt sich aus den Wadenbein, Schienbein und Sprungbein zusammen. Zahlreiche Bänder fixieren es zu einem Gelenk. Auslöser für einen Sprunggelenksfraktur ist zunächst immer eine Verrenkung oder Luxation dieses Gelenks durch die ungewöhnliche Krafteinwirkung, die bei der ursächlichen Verletzung entsteht. Meist dehnt sich der Sportler dabei ein Band. Bänderrisse sind seltener, treten aber manchmal in Verbindung mit einem Bruch, Fraktur, eines oder mehrerer Knochen des oberen Sprunggelenks auf. Die Sprunggelenksfraktur ist unter Erwachsenen der zahlenmäßig häufigste Bruch eines Beinknochens. Klassifikation der Sprunggelenksfraktur nach Weber/Dannes. Ärzte teilen den Sprunggelenkbruch je nach Ort ihres Auftretens in drei Klassen ein. Als Fixpunkt dient dabei die sogenannte Syndesmose, oben beschriebene Bänder, die das Sprunggelenk zusammenhalten. Bricht das Wadenbein unterhalb dieser Syndesmosebänder, gehört die Fraktur zur Klasse A. Bricht sie auf gleicher Höhe, handelt es sich um einen Bruch der Klasse B. Bricht das Sprunggelenk oberhalb der Syndesmose, ist es eine C-Fraktur. Von A nach C steigt sowohl der Schaden, den das Sprunggelenk durch die Fraktur nimmt, wie auch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen der Sprunggelenksfraktur. Dazu gehören etwa Nekrosen, Thrombose, Blutgerinnsel, oder das falsche Zusammenheilen des Sprunggelenks nach dem Bruch. Sprunggelenksfraktur. Ursachen bei Sprunggelenksfrakturen werden die Luxationsfrakturen nach Weber unterschieden, von denen es drei Arten gibt. Zusätzlich gibt es die Stauchungsfraktur, Bilontibial, und die sogenannte Fraktur im fünften Haus sowie die Maisonneuve Fraktur. Sprunggelenkbruch, was ist die Weber-A-Fraktur? Die Weber-A-Fraktur beschreibt einen Bruch am unteren Ende des Wadenbeins ohne weitere Verletzung von Bändern. Die Sprunggelenkgabel bleibt erhalten. Als Weber-B-Fraktur bezeichnet man einen Bruch des Wadenbeins mit Riss des Innenbands und eines der drei Außenbänder. Hier ist die Gelenkgabel nicht mehr vollständig und das Gelenk verschoben. Bei der Weber-C-Fraktur bricht das Wadenbein oberhalb des Sprunggelenks, zusätzlich reißen das Innenband und zwei Außenbänder.
Auch hier ist das Gelenk verschoben und zusätzlich reißt die Syndesmose ein Band, das Schien- und Wadenbein fast über die gesamte Länge aneinander hält. Bei einem Sturz aus großer Höhe auf die Füße kann eine sogenannte Stauchungsfraktur, bilontibial, des Sprunggelenks entstehen. Hier brechen am Schienbein beide Teile ab, die die Gelenkgabel bilden. Auch hier bricht das Wadenbein und nicht selten wird das Sprungbein verletzt, die Bänder bleiben jedoch meist unverletzt. Hierbei sind auch die Gelenkflächen betroffen und Spätfolgen wie Arthrose können entstehen. Bei der Maisonneuve-Fraktur bricht das Wadenbein im oberen Drittel, die Syndesmose ist beinahe komplett gerissen, ebenso das Innenband und zwei Außenbänder. Das Gelenk befindet sich in Fehlstellung und ist instabil. Sprunggelenksfraktur. Symptome: Manchmal kann man einen Sprunggelenkbruch ertasten oder bei einem offenen Bruch sogar sehen. Fehlstellungen deuten auch auf einen Bruch hin. Häufiger als die direkte Gewalteinwirkung, das sogenannte Anpralltrauma, ist die indirekte. Hier wird das Sprunggelenk unter Belastung durch Dreh- und Biegebewegung über das mögliche Maß hinaus belastet und immer beteiligt ist dabei der Wadenbeinbeinknochen, Fibula. Bei Verdacht auf Maisonneuve-Fraktur, Schmerzen im oberen Drittel des Unterschenkels, macht man eine Röntgenaufnahme des gesamten Unterschenkels, um den gesamten Umfang der Verletzung zu erkennen. Je nach Schwere der Verletzung richtet sich die Untersuchungsmethode, eine Computertomographie, CT, oder eine Magnetresonanztomographie, MRT, können notwendig sein. Mittels Ultraschalluntersuchung, Sonographie, kann man die Blutgefäße untersuchen, denn bei schweren Verletzungen können auch Gefäße oder Nerven betroffen sein. Sprunggelenksfraktur, Therapie: Alle anderen Frakturen des Sprunggelenks werden in der Regel operiert. Hierbei wird das Gelenk wieder in die richtige Position gebracht, reponiert, und mit einer Platte das Wadenbein stabilisiert. Gegebenenfalls wird die Syndesmose mit einer Schraube versorgt. Je nach Verletzung baut der Operateur Draht, Zugschrauben, Platten und ähnliches in den Unterschenkel ein. Ziel der Operation ist es, das Gelenk möglichst in Normalstellung zu fixieren, bis das Operationsgebiet verheilt ist. Das Material wird in der Regel nach einem Jahr wieder herausoperiert.